Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Emutar Creators. Und ich lüge nicht, wenn ich jetzt sage, ihr kennt sicherlich alle das Problem, denn dieses Problem kennt bestimmt wirklich jeder, der schon mal ein Video auf YouTube angeschaut hat. Ich habe jetzt hier beispielsweise mal dieses Video geöffnet und ihr seht, hier vor kommt ein 5-sekündiger Werbespot, dann kann man diesen überspringen und hier unten kommt nochmal Werbung und dort ist Werbung und es gibt grundsätzlich auf YouTube eben extrem viel Werbung. Und so viel Werbung nervt natürlich. Wenn ich euch jetzt aber sagen würde, dass es einen Gratisweg gibt, also nicht YouTube Premium, sondern einen völlig Gratisweg, der dabei noch legal ist und ganz einfach ist, den ich euch in diesem Video erkläre, um auf YouTube überhaupt keine Werbung mehr zu haben, würdet ihr mir sicherlich nicht glauben, doch das könnt ihr, denn jetzt kommt das Intro und dann erkläre ich euch auch schon, wie das ganz einfach geht. Herzlich willkommen zurück. Ich möchte euch heute das Programm Adblock für Safari vorstellen. Findet man einfach im App Store und dann kann man das hier so runterladen. Das heißt jetzt Adblock Pro, aber es ist völlig kostenfrei. Ihr könnt hier einfach auf Download klicken, hat auch ziemlich gute Bewertung. Ihr klickt einmal auf Download und dann wartet ihr einen Moment. Und sobald das Ganze dann eben fertig runtergeladen ist, können wir hier einmal auf Öffnen drücken. Und dann seht ihr, das ganze Programm öffnet sich auch schon. Das Programm selber brauchen wir auch gar nicht weiter. Was wir dann weiter brauchen, ist Safari. Und da klicken wir einfach einmal drauf, gehen hier auf Safari, Einstellung und gehen dann hier auf Erweiterung. Und hier müssen wir einmal alles von Adblock anhaken und bestätigen. Wir schließen das Ganze mal und wenn wir jetzt zurück hier reingehen, sehen wir, das Ganze ruckelt jetzt schon extrem, weil Adblock natürlich gegen das ankämpft. Wir können jetzt einmal hier die Seite neu laden und wir sehen, sobald die Seite neu geladen ist, haben wir hier und dann wurde sie sofort entfernt. Wir können uns jetzt auch so lange, wie wir wollen, durch YouTube durchklicken. Wir werden hier keine Werbung mehr finden. Vielleicht außer wenn man mit dem Programm mal nicht auf dem aktuellsten Stand ist, dann kann es vielleicht noch sein, dass man ab und zu Werbung findet. Aber solange man die regelmäßigen Updates von Adblock Pro macht, sollte keine weitere Werbung mehr auf YouTube erscheinen. Und YouTube ohne Werbung und das völlig kostenfrei, das ist natürlich schon nice. Weil man verschwendet natürlich sehr viel Zeit damit, dass man immer am Anfang entweder nur 5 oder eben bis zu 20 Sekunden Werbung am Anfang anschauen möchte und das nervt auch einfach. Aus diesem Grund hoffe ich, das Ganze hat euch jetzt geholfen. Ihr könnt jetzt YouTube schauen ohne Werbung, könnt ihr mich einmal hier abonnieren und hier könnt ihr noch 2 andere Videos von uns anschauen. Hier habe ich euch erklärt, wie man Videos von YouTube downloaden kann und hier habe ich euch 5 Tricks in Final Cut Pro erklärt, mit denen ihr wesentlich schneller arbeiten könnt. Das war's auch schon mit diesem Video und ansonsten tschüss.